Was, eine Mondfinsternis oder ist das hinterm Berg? Stimmt, wir haben eine Mondfinsternis. Das ist cool. So. Das war gerade hier, oder? Speichern. Speichern? Speichern. Do you coming? To me. Come. Ja, ich baue nur was, dass wir genug Federn immer kriegen für. Oh! Neben dir. Alter. Schrei mich noch einmal so an. Alter, wie viele das sind. Kommst du rein? Kommst du rein? Hab noch einen mitgenommen. Ich bin so froh, dass wir diesen Wand hier zuerst fertig gebaut haben. Ey, wir kaufen nichts. Lass uns schlafen gehen. Okay. Ich kann meine Pfeile gleich wieder einsammeln, das ist gut. Der weicht aus. Was ein Arsch. Ja, komm. Wir gehen schlafen. Okay. Na, ja. Gut, dass wir das rechtzeitig noch zugebaut haben da. Sonst wären sie jetzt hier drin. Für eine erholsame Nacht. Oh, ja. Ah, unsere freundlichen Nachbarn sind wieder weg. Die oh, sie haben uns sogar was dagelassen. Ja, die Frau. Ja. Aber sie wollen sie nicht mehr haben. Und ein wenig Souvenir. Eine Keule. So, auch eine gefunden. Nee. Nein. Nee. Na, ich brauche wieder was zu essen. Was habe ich gerade? Ich hänge gleich wieder ein paar Fische auf. Ach, hier ist wieder ein Baum. Hängst du Fische auf zum Trocknen, ja? Mhm. Ich hole. Ich habe doch mein Speer verbessert, oder? Dachte ich, hätte mein Speer verbessert. So. Baumfeld. Nachdem er umgefallen ist. Besser spät als nie. Das stimmt. Hä, wo ist mein Speer? Fisch. Hab wieder drei Fische. Wunderbar. Oh, wie laut der Wind einfach ist, ey. Ich höre jetzt gar keinen Wind gerade. Ja, bei mir ist extrem laut. Ein Vogelhäuschen ist fertig.
Ja. Ja. Bin die kleine Robbe und eigentlich gut. Am Morgen hab ich Ausschlag, am Abend spuck ich Blut. Yippie! Buck oder? Was? Buckern oder scheißen? Buckern? Hier, Was? ich werf mal den Müll raus, ne, aus unserer Müllentsorgungstür. Kannst du machen. Okay. Ich dachte, das wäre unser Essen. Der Kannibale? Ja. Ich hab den hier aus der Tür geschmissen, hier hinten. Oh, beide Vogelhäuschen sind fertig. Ja, den einen habe ich gerade noch zu Ende gebaut. Das Fundament. Ich finde, es fehlt in diesem Spiel so ein bisschen, dass man Bäume pflanzen kann. Also Riesenbäume. Keine Blumen oder so, sondern Bäume. Wachsen Finde, doch das von fehlt. selbst nach. Ja, aber ich würde den hier alles voll machen mit Bäumen. Dem Spiel Und fehlen dann andere einmal Dinge. mit der Kettensäge durch, fertig. Ich baue jetzt unser Balkon dran. Bin ich schon dran. Ah, okay. Okay. Wenn du meinst, ich mach das richtig, ich weiß ja nicht. Wir machen einfach. Mit dem eigenen Sieht gut aus. Fundament, oder? Nee, das geht Nee, nicht. mit der Treppe. Mit der Treppe. Mit der Treppe? Okay, mach du. kannst du schon mal die Baumstämme reintragen, wenn du Lust hast? Machst du mit der eigenen Treppe? Kann man die nämlich einmal drehen? Welche Baumstämme? Wo hast du gefällt? Ach, hier Da, oben. genau. Oh, ich kann nicht so weit bauen, weil ich nicht so hoch komme. Dann bau Ich doch von versuch's hier aus. drin. Ja, ich versuch's jetzt. Kein Dach machen? Können wir noch? Ich leg mal ein Dach an. Oh. Ja? Kannst du, ja. Dann baue ich schon mal die paar Stämme ans Dach, dass wir nach oben weiterkommen schon mal. Guck mal bitte von oben, wenn du die. Achso, bist schon wieder unten. Dann muss ich gucken. Ich will Aber dein lehnt hier auch Andenken auf. nicht haben. Endlich mal Pfeile. 5 Stück. Aber das sollte so, glaube ich, gehen. Ey! Der hat mich mit einem Stein abgeworfen. Wer? Der Kannibale hier. Zurückwerfen. Ich kann das nicht sein. Boah, der hat sich gerade so geil angehört. Yeah. So schön. Na, komm. Doch. Und sag den anderen Bescheid, sie brauchen auch nicht mehr zu kommen. Du dämlicher Bug. Bot. Bug. Ja, ist was. Ist was dasselbe. Ich wollte Bot sagen. Wenn die zu zweit kommen und du killst einen, der zweite rennt
immer meistens weg. Also meistens, nicht immer. Ja. Soll ich oben gucken, ob es bündig ist? Das ist so schief. Siehst du das? Ja. Geht hier so seitlich. Es ist sehr schwierig von hier aus zu bauen. Oder wir bauen da einen Balkon und hier einen Balkon. Das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. Ja, lass uns das so machen. Das ist viel einfacher, weil das ist echt schwierig gerade anzusetzen irgendwie. Oder? Ja, mach das so. Lass uns das so machen. Ich fälle einen Baum. Das war schon immer mein größter Traum. Einen Baum zu fällen? Ja. Hast du dir das als Kind schon gewünscht? Ja. Habe ich mir schon im Schoße gewünscht. Du warst ein zerstörerisches Kind. Warum? Du wolltest als Kind schon Bäume fällen. Man bekommt es ja vorgelebt als Kind. Baumfäller. Bob der Baumeister. Ja, aber der Bob der Baumeister, der... Oh, da kommt noch einer. Das ist der, der eben abgehauen ist. Der erbaut ja Sachen. Wie es aussieht. Hey. Nee, ist kein Pfeil von dir drin, ne? Ich hab ihn auch nicht abgeschossen. Okay. Ich hab dich nur da unten so stehen sehen. So zielen. Naja, ich versuche dieses Scheißding hier anzusetzen. Ach Mann! Einen letzten Versuch. Okay. Nervt mich voll. Ich würde sagen. Ja, bin ganz Ohr. Dass wir diese Aufnahmesession auch bald beenden, oder? Ich würde sagen, wir machen noch die halbe Stunde voll, oder? Dann machen wir halt. Ja, okay. Schön aufteilbare Stunden, also Minuten. Du hast die Uhr im Blick, ich nicht. Das dauert noch ein paar Minuten. Je nachdem, wie viel Zeit du hast. Was denn? Nix. Ich also habe in... mich vor dich gebeugt und einen Stein hinter dir an mich gezogen. Das sah aus, als käme er durch deinen Schritt. Als hättest du übelste Nierensteine. Oder Eier. Eier aus Stein. Das, mein Freund, lass lieber sein. Hat auch nicht jeder. Jeder hat Eier aus Stahl, ich habe Eier aus Stein. Tut auch weh. Bei weißt mir du, nicht. Ich sehe es schon, wir können Lampen anbringen. Wir könnten auch Lampen unterm Haus anbringen, wenn du willst. Da haben wir einmal eine Unter... Ich hätte fast eine Unterbodenbeleuchtung, wie beim Auto. Ja. Ja, eine Kellerbeleuchtung meinst du, nicht wahr? Ich würde aber erstmal nur eine hinhängen, wo auch unser Gedöns ist hier. Weißt du? Ja. Ah, wir haben ein kleines Problem. Welches? Die Wand, die wir hier unten anziehen, die geht oben im Haus weiter. Wir könnten das hier so entlang ziehen und oben... Also... So. So, und hier bauen wir eine Steinmauer einfach hin. Das sieht bestimmt ganz schick aus. Das sieht scheiße aus. Das guck dir mal, nicht anders. Guck dir mal die Lücken. Ja, dann lassen wir. Dann lieber auflassen. Dann lieber auflassen. Ich meine, die Kannibalen, die gehen ja nicht an das Essen dran. Die essen das Essen ja nicht. Die wollen ja nur wenn uns wir, essen. Wenn es auch
Also ich dachte, wir können die von hier unten einfach abknallen, die ganze Zeit in den Pfeilen. Oder so? Ach, da liegen ja noch Baumstämme hier. Dann können sie nichts machen. Können sie aber auch wegmachen. Ja, ich würde es wegmachen. Die können bestimmt hier durchkrabbeln da noch. Durch die Lücke. Ja, ich glaube, das können die nicht. Die haben auch versucht, als das Haus zu krabbeln damals. Können die über Zäune springen? Über Steinzäune glaube ich nicht. Also über Steinmauern. Boah, ist das schwer zu setzen hier. Hallo. Hallo. Was hältst du hiervon? Das ist schon eher. Aber kann man nicht hier eine Öffnung irgendwo reinmachen? Warte mal. Ich habe eine andere Idee für eine Öffnung. Hier, so auflassen. Ja, das kann man machen. Noch eine Idee. Das muss ich nochmal probieren, ob das geht. Okay. Ein. Wo war denn dieser riesen Holzzaun? Ah, da. Achso, und wie viel dann habe ich? Hier. Bam, da bin ich. Na, ist deiner müde? Ich bin müde, ja. Bin auch ziemlich müde. Müde. Bin ja ein paar Stündchen schon wach. Ich auch. Ey, seit 5 Uhr heute Morgen. Ich auch, seit 4 ungefähr. Also kurz nach 4. Hm. Ah, dieser Regen. Ja, ist so laut, ne? Ja. Also meiner Meinung nach könnten die Ausdauer hier abschaffen. Nein, die Ausdauer, so wie in GTA San Andreas oder so. Dass man die ein bisschen besser trainieren kann. Dass die spürbar besser ist. Ja, ich finde es echt schlecht gemacht, die Ausdauer. Oder was weiß ich. Wir können ja eine Bank bauen und wenn man sitzt, dann regeneriert sich das ja auch alles besser. Ja. Das könnten wir machen. Das gefällt mir schon sehr gut hier unten. Oh, ein Regenbogen. Ein Regenbogen. Ob man an das Ende vom Regenbogen laufen kann und man da was findet? Ein Kobold mit einem Gold. Nein, vielleicht, dass der an den Stellen, wo die Pistolenteile liegen, immerhin scheint oder so. Könnte ich mir gut vorstellen. Warte mal, hier oben liegt doch auch eins, oder? Ja, hier oben bei dem Baum. Dynamit habe ich. So eine können wir uns noch mitnehmen gleich. Ja, okay. Ich weiß nicht mehr genau, wo es war. Ah, das sieht schon cool aus, ja. Wenn wir das richtig schön hochbauen. Ja. Das kann sein. Ja, die war nicht gut. Ah, die war auch nicht gut. Ich glaube, die laufen deswegen so viel bei uns lang, weil hier der heilige Baum ist von denen. Machen sie denn mit dem Baum? Anbeten.
Bunga Bunga Partys hier veranstalten. Ich weiß es nicht. Ich war nicht in der Nähe der Explosion, aber sobald ich dahin in kam, diese Zone kommst, dann hast du gleich ein Tinnitus. Hast du dich umgezogen? Ja. Zeig mal, wie du aussiehst. Gummibären hüpfen hier und dort und überall. Sie sind für dich da, wenn du sie brauchst. Ja. Das sind die Gummibären. Gummibärchen. Kennst du nicht die Gummibärenbande? Natürlich kenne ich die. Bin mit den Viechern aufgewachsen. Ich bin der König der Welt. Siehst du die Insel da hinten? Da liegt was drauf. Wo? Hier, da. Ach so, ich glaube, links daneben, also von uns aus links daneben, ist einer dieser versteckten neuen Höhlen. Okay. Hast du mal in einem Video gesehen. Da soll wohl irgendwo so eine Latte schwimmt, so eine Bohle, und wo zwei Seile dran befestigt werden, und diese Seile sollen dann zum Höhle führen. Bei mir schwimmt auch eine Latte. Oh. wenn wir einen Tauchanzug haben, können wir ja da mal hinstarten, wenn wir den mal irgendwie finden. Siehst du nicht von hier? Das ist doch eine schöne Endaufnahme, huh? Sonnenuntergang am Meer. Ja, das können wir machen. Das ist schön. Du bist so ein Romantikkiller. Warum? Ja, wo soll ich Romantik mit dir hier erleben? Wir sind ja auf einer Insel mit Kannibalen. Ja, Timmy wurde verschleppt und wir sollen hier romantisch leben. Ja, und wir haben nur noch uns. Nur noch uns. Du hast nur noch mich. Und du hast nur noch mich. Oh Gott. Ja gut, ich würde sagen, dann beenden wir das hier heute. Okay. Wir haben jetzt auch, also ohne die erste Folge, die wir vorhin aufgenommen haben, haben wir jetzt eine Stunde Minuten zusammen. Das klingt ordentlich, ne? Ja, das ist erstmal reichend. Also wir müssen dran denken, dass wir jetzt mitten in der Nacht haben. Ne? Wir haben 2 Uhr und ich weiß nicht, wir sind beide morgen echt früh aufgestanden. Hm. Von daher, glaube ich, kann man das schon mal verstehen. Das kann man verstehen. Also, wir sehen uns in der nächsten Aufnahme von The Forest. Ja. Bis ich dann. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen oder irgendwie Kommentare, falls es einer ansehen sollte. Und oder ein Abo.